Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. Mein Name ist Wodisch GLP und ich habe heute einen Gast dabei, und zwar den... Der K-Kev, der Gamer. Nicht Maurice. Ja, passiert. Du Verräter. Genau. Wir sind hier im vorletzten Park angekommen von den Kampagnen. Und zwar bei Jäger der verlorenen Achterbahn. Auf seiner letzten Expedition entdeckte Major Sergeant John Smith die verlorene Achterbahn. Ein mysteriöses Bauwerk, das schon in den hiesigen Legenden erwähnt wurde, von dem man jedoch annahm, dass es bis in alle Ewigkeit verschollen wäre. Es wurde von einer Zivilisation ausgezeichneter Achterbahnbauer konzipiert, die als die Wardleys bekannt waren. Machen Sie dieses achte Wunder der Achterbahnwelt zum Mittelpunkt eines fantastischen neuen Parks. Ob wir das hinbekommen, das sehen wir. Kevin, das sehen wir. Nach der Werbeunterbrechung. Nein, nicht ganz, nach dem Ladebildschirm. Ach, ah. Komm, den Spruch musst du doch kennen. Schäm dich. Ja, ich kenne den, ich habe es jetzt aber absichtlich nicht gesagt. Ja. Das sagen sie alle, ne? Na klar doch. So, jetzt habe ich gerade noch schnell die Stimmbänder geölt. Mit einem alkoholischen Getränk. Was? Ich will ja, ich bin 16, ich darf Alkohol trinken. Ich will ja keine Schleichwerbung machen, deswegen sage ich einfach mal nicht die Marke, die mit einem großen V und einem Plus anfängt. Oder, ja. Was? Der Tierschutzverein droht damit, Preston Panther zu beschlagnahmen. Ach nö. Tiere auswildern, 6 Panther. Ach nö. 12 Panther. 18 Panther auswildern. Ja, joi. Okay, wir sehen hier schon das Spritzensymbol, das heißt, wir dürfen wieder snipen. Bam. Voll ins Gesicht. So. Ja, fangen wir erstmal die Drecksviecher ein und geben ihnen ein neues Gehege, bevor sie uns weggenommen werden. Bevor die Peter angeschissen kommt. Genau, bevor die Peter angeschissen kommt, wortwörtlich angeschissen. So, netten wir alle. Gut, wo ist der Eingang? Der Eingang ist hier oben, das heißt, wir richten am besten gleich hier oben ein Panther-Gehege ein, würde ich mal sagen. Bietet sich schon so an. Oder wie richte ich das am besten ein? So, wir wollen ja, dass es den Viechern gut geht, das heißt, wir machen das Gehege relativ großzügig. Moment. Ja. So. Machen wir hier alles weg, was hier drinne. Boah. Was haben denn die hier alles reingepackt? Schlimmes da. So. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein Raubtierhaus oder wie auch immer man das nennen möchte. Da stellen wir gleich mal 2 Unterstände rein, weil wir ja wissen, wie gerne die Tiere. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, die Tierpfleger bekommen gleich eine Gehaltserhöhung von mir, damit sie gut gelaunt sind, genauso wie unsere Putzkraft. Und den einen Mechaniker, den wir jetzt einstellen. Der ist ja schon gut gelaunt, aber man weiß ja nie, deswegen kriegt er auch mal hier so. So. Nett, wenn er schon mal hinter uns, dann packen wir hier noch eine große Besuchergalerie hin. Da bin ich wieder. Jo, dann packen wir da noch eine hin. Den Eingangspreis setzen wir so einen Arsch wie ich bin natürlich gleich mal auf 3 Euro, eröffnen die. Und wir wissen ja, dass die Zäune gerne kaputt gehen, deswegen auf alle 10 Minuten setzen. So, wo ist der Mechaniker jetzt? Zauninspektion. Nein, das ist nicht der Mechaniker. Ist das der Mechaniker? Ja, das ist der Mechaniker. So, dann kümmert der sich mal hier drum erstmal. Und hier unten um die Achterbahn. So. Gut, jetzt erstmal gucken, wo die ganzen Panther sind. So, alle mal hier rüber. Ich weiß gar nicht, wo die alle rumgerannt sind. Ich hab die dann alle nur
Abgeschossen. Ja, gut, abgeschossen kann man das nicht sagen, aber... Hm. So, so. Ach Gott, wie viele hat... Also, wie viele sind denn da? Ich weiß gar nicht, ich hab gar nicht mitgezählt. So, haben wir sonst noch irgendwo einen? Sieht... Ach, irgendwo rennt scheinbar noch einer rum. Moment mal. So, Moment mal, also bevor wir es weitermachen, erstmal kümmern wir uns um die Wege hier. So. Dann kommt in einer Woche ein VIP, der möchte mit zwei Achterbahnen fahren, die Erregung mindestens 5-0 haben. Das heißt, er darf mit der Bahn und mit der Bahn fahren. Ich hoffe, dass sie überhaupt ausreichen, ich weiß es nämlich nicht. 7, 6, passt. Passt, passt, passt. So. Weil die Gesundheit des Tieres zu schlecht ist, dann sollen die Tiere doch mal bitte gesünder werden. Hm. Mal leicht gesagt als getan, ne? Okay, die werden jetzt gesünder, nachdem sie ja endlich essen und was weiß ich was kriegen. Die sind ja hier in der Wildnis rumgelaufen, anstatt sie hier irgendwelche Menschen angreifen. So, ich habe so das Gefühl, dass ich noch ein zweites Gehege brauche, ja. Das heißt, ja, muss ich, sonst kann ich die Viecher nachher nicht auswildern. Das ist blöd. Kriegen sie hier noch ein Gehege hin? So. Da wir ja welche auswildern müssen nachher, darf ein Erwachsener hier rein. Preston, haben wir auch einen Vibe. Peasley, was ist denn das für ein Name? Ach, männlich. So, Moment mal, ganz kurz hier anhalten. So, männlich. Weiblich, perfekt. So, das Vibe darf auch hier rein. Pamela. Gut, da sind drei, okay. Würde ich sagen. Tiere. Komm, komm, komm. Panther. Setzen wir hier auch noch einen weiblichen Panther nochmal mit rein. Passt. Das passt so. So, und so geldgeil wie wir sind. Hauen wir hier auch noch so ein Ding hier ran. So. Klatschen den Weg hier einmal rum. Zack. Alle 10 Minuten. Mechaniker, wo ist er? So, du kriegst das hier auch noch zu deinem Arbeitsgebiet dazu. Ja, ja, wir geldgeilen YouTuber, ne? Natürlich. Ich weiß gar nicht, habe ich dir das schon erzählt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich immer unter irgendeinem Minecraft-LPT-Part habe ich einen Kommentar bekommen, weil ich biete ja mal, ich habe ja meinen Texturenpack bearbeitet, ne? Mhm. Und weil mich so viele gefragt haben, wo man das herbekommt, habe ich mir irgendwann mal gedacht, komm, das stellst du jetzt einfach mal zum Download. Habe das auf Mediafire hochgeladen und habe das über ein Google, über gu.gl. Das ist ja so ein Urshooter, ne? Shorter. Ja. Und da hat einer gedacht, das ist sowas wie AdFly und hat drunter geschrieben, du bist so eine geile Drecksau, ich finde es assi, dass du die jetzt halt schon über AdFly verlinkst. Oder über sowas wie AdFly. Da habe ich nur gemeint, wenn hier einer assi ist, dann bist du das. Überleg mal, Google, gu.gl ist ein Urshooter, das hat mit Dingen überhaupt nichts zu tun, mit AdFly. Das ist so behindert. Das sind solche, wie wir sie nennen, solche Wikipedia-Kinder. Jo, Wikipedia-Kinder, die meinen, sie wüssten alles besser, aber... Die wissen gar nichts.
Ganz ehrlich, wer kennt Url-Shooter nicht? Gu.gl oder Tiny Url, ist alles dasselbe. Ja, ist alles dasselbe. Aber ich weiß nicht, Tiny Url, da hat man ein Ding gelöscht, so ein Ding. Und wenn du ja bei YouTube dich anmeldest, dann bist du ja gleichzeitig über Google auch angemeldet und dann speichert sich das. Das heißt, du hast die, so lange bis du die löscht, diese gekürzte URL. Der VIP verlässt den Park. Er hat eine gute Parkmeinung, das heißt, das hätten wir schon mal geschafft, Leute. Das Anfängerlevel wäre dann fast geschafft. Vielleicht müssen wir nur noch 6 Panther auswildern. Ob wir das hinbekommen, ist nicht so eine Frage. Ich kann den auswildern. Perfekt. Stopp. Pamela Panda ist trächtig. Okay, dann werde ich die schon mal nicht auswildern. Wenn das wie trächtig ist, kann ich es nicht auswildern. Das würde nämlich leicht behindert rüberkommen, wenn ich ein trächtiges Tier auswilder. Pet Panther kann ich auswildern. Polly Panther. Oh. Was das für Namen sind. Ja, ich weiß. So. Jetzt kommt das nächste Level. So. Da müssen wir auch wieder Tiere auswildern. Ich finde es irgendwie so ein bisschen unlogisch. Ich muss die Viecher kaufen, damit ich sie wieder auswildern kann. Leicht sinnlos, aber. Und vor allem heißt der Park dann irgendwas mit nach der Bahn. Dann geht's da um Tiere. Ist auch irgendwie. Naja. Wieder mal so eine Spiellogik. Naja. Warte. Der kommt am 29. August und möchte mit 3 Achterbahnen fahren, die Mindestbewertung 5.0 haben. Ach du Scheiße, ich hab doch gar keine Kohle. Ah doch, ich kann Darlehen aufnehmen. Gut, dann werde ich mich jetzt hier erstmal oben noch eine Achterbahn hinklatschen mit mindestens 5.0, damit der Kumpel da zufrieden ist. Gibt's hier eine billige 13.000, 20.000, ja, billig. Billig. Gigabahn. 22, ja, 24.000, ja, komm, 30.000, juhu. Komm, Leute, ich brauche eine billige Bahn. Komm, eine schöne billige, eine Holzachterbahn, ja, das zieht doch bisher immer. Ja, zu teuer. 9.000, zu teuer. 7.000, 5.000. 6.000. Na, komm, die kaufen wir hier für 6.000. So. Packen wir die hier hin. Machen wir hier 3,50. Zwei Züge, perfekt. So, noch da? Mhm. Okay. Manchmal habe ich immer so das Gefühl, dass Maurice gar nicht mehr da ist, weil er manchmal irgendwie so ruhig ist. So. Und schneller Vorlauf. So. Der VIP. Dann darf er erstmal mit der Bahn fahren. Und dann wieder mit den Bahnen hier unten. Ja, ich habe nur kurz was gegessen und nicht, dass ich hier dein Zuschauern die Ohren voll Schmatz. Okay, die Bahn macht scheinbar auch relativ gut Kohle, so wie es aussieht. Ah, ist immer gut. Ja doch, die macht einiges gut an Kohle wieder. Also die holt die Kohle wieder relativ gut ein. So, wie sieht es mit Tiere aus, Wildern aus? Ja, ich klicke einen Panther an und bekomme die Testergebnisse für eine Achterbahn angezeigt. Ja. Geiler Bug. Oh, hier ist einer, Patrick Panther, finde ich immer interessant. Ey, jetzt mal
ernsthaft, bleib stehen, du Drecksviech, ist Pamela Panda. Wie lange ist denn das Viech noch trächtig? 2 Monate? Perfekt. Zum Glück brauchen die Viecher keine 36 Monate, ey. Wie die Pandas. Schlimm, ey. Ich habe das Spiel, ich glaube, ich habe es schon beim letzten Part erwähnt, ich habe das Spiel wirklich, Leute, eine ganze Nacht lang laufen lassen. Eine ganze verdammte Nacht. Und am Ende hattest du welches Jahr? Wenn ich es noch richtig erinnere, ja, wenn ich es noch richtig in Erinnerung hatte, Jahr 87. Mit 3 hat es angefangen. Also. Also es war schon wirklich eine schöne lange Zeit. Das ist ein Park, wo es dir schön lang dran sitzt. In einem Monat kommt ein VIP, ja, das ist schön. Boah, die Viecher laufen hier zu schnell rum, ich kann hier keins anklicken. So. So, wildern wir den hier aus. So, 3 Stück müssen wir noch auswildern. Aber damit die immer wieder aufrechterhalten bleibt hier. Damit die Leute, damit die Panther ja quasi nicht einknicken. Sage ich jetzt mal, also damit die sich immer noch wohlfühlen, tue ich immer jetzt wieder welche quasi nachlegen, sage ich jetzt mal. In einer Woche kommt ein VIP, ja, das ist natürlich schön. Pamela der Panda steht kurz vor der Geburt. Hat Peggy, oh wie süß, ein kleines Panda-Baby, auch das sieht ja niedlich aus. Kann ich jetzt verkaufen, aber mache ich nicht. Ich tu lieber per ach ne. Hä, Pamela lol. Bug. Nö. Pamela Panda hat 2 Kinder zur Welt gebracht. Zwillinge. Ist ja mal lustig. So, dann würde ich mal sagen, während die Kinder da bleiben, kommt die Mutter weg. So einfach geht das bei mir. Oh, du herzloser Mensch. Ach nee, das ist. Alter, die hat 3 Kinder zur Welt gebracht. Heilige Scheiße. Ja, dass die Geselligkeit erst unten ist von den Viechern, ist mir klar. Das ist auch kein Wunder, wenn da jetzt zu viele Viecher im Gehege sind. Dann verfrachten wir eins noch hier rüber. Okay, bei denen ist die Geselligkeit auch schon ganz unten. Also ich muss hier nochmal eins loswerden. Sonst... Okay, wissen wir... Ja, genau. Dann verfrachte ich das Baby noch hier rüber. Warte, bis bei denen die Geselligkeit wieder oben ist. Mindestens 95%. Ja. Hat's doch 95%, oder? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie scheiße, dass einem da keine Prozentzahlen angezeigt werden. Ja, es ist echt kacke. Bei den Tieren ist die Geselligkeit komplett im Keller. Zu einsam oder zu viele? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich hier die Tiere noch auswildere irgendwie. Wenn ich wenigstens mal wüsste, wie viel Prozent die noch haben. Oder schon haben. Vor allem, was ich echt interessant finde, da rennt eine Tierpflegerin, eine Frau, mit einem Eimer voll Fleisch zwischen x-tausend Pandas rum. Das ist echt gewagt. Ja, das geht schon. So. Ausgewildert.
Jojo. Alter, ist sie hat da 95%. So, auswildern. Wie viel brauche ich noch auszuwildern? Okay, ich habe die 12. Das heißt, ich kann... Moment mal. Pause. So. Eins kann ich hier wieder rüberholen. Wie sieht's denn bei euch aus? Na gut, euch geht's nicht so gut. Ah, passt schon. Passt schon. So, unser VIP. Der sollte jetzt auch mal langsam zum Ende kommen, bitte. Liebster VIP, kommen Sie dann auch mal zum Ende? Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich peinlich. Jetzt sitzt ein VIP in der Achterbahn und genau dann funktioniert sie nicht mehr. Das ist natürlich peinlich. Das ist natürlich peinlich. Ich verstehe aber nicht, warum jetzt beide Bahnen nicht mehr laufen. Ist echt komisch, kann das hier irgendwie einstellen? Stationen synchronisieren. Ah, ja, stimmt. An die Funktion hatte ich ja gar nicht mehr gedacht. Mensch. Roter Blablabla ist immer noch kaputt. Sie sollten mehr Mechanik. Okay, es wurde repariert. Perfekt. Dann hat sich's ja erledigt. So, unser VIP muss dann auch mal langsam zum Ende kommen. Und das nächste Mal wieder 4 Achterbahnen fahren mit einer Bewertung von 5-0. Ja, das heißt, ich muss nochmal Darlehen aufnehmen. So. Ich muss nochmal eine Bahn bauen. Am besten wieder irgendeine, die relativ günstig ist, aber die Anforderungen erfüllt. So, dann baue ich die jetzt schon mal, damit die hier dann auch schon wieder schön Kohle einbringt. Ach, die kostet sogar nur 2000. Ist ja günstig. Können wir sogar hier vorne noch reinquetschen irgendwie. Und das ist ja mal toll. Das finde ich gut. Da habe ich mir wieder eine Menge Kohle gespart. So, machen wir hier wieder 3,50. Und zack, hau rein. Der VIP verlässt den Park. Finde ich gut. Hm, hoffentlich hat es ihm gefallen. So, fürs nächste Mal. So. Okay, er hat's geschafft. Zinsraten sind gesunken. Na, auf jeden Fall. Erstmal soll er mit der Bahn fahren, dann mit der. Mit der Bahn. Dann wieder mit den Klassikern hier unten. Mit der und mit der. So, muss ich jetzt das Darlehen zurückzahlen? Bitte sag nein. Eine Achterbahn mit Mindestgeschwindigkeit 129 km/h. Gucken wir doch mal, was hier die Höchstgeschwindigkeit ist. Nein. Nein. Ich glaube aber kaum, dass ich eine Achterbahn habe, die so schnell ist. Nee. Nee. Möchten wir nicht annehmen. Mindestverkehrswert 140.000, das ist natürlich
Heftig. So, wir müssen noch 6 Tiger auswildern. Das heißt, da sollten wir uns jetzt auch mal langsam dran machen, während da der Betrieb fröhlich im Hintergrund weiter geht. So, kann ich das Baby auswildern? Na, noch nicht ganz volle HP hier. Halt, bleib stehen, bleib stehen. Mann, ich hasse es, wenn die Viecher alle rumrennen, man sie nicht anklicken kann. Okay, den erwachsenen Panther könnten wir mal. So. 6. Panther. Aber jetzt noch 5. 5 muss ich jetzt noch irgendwie auswildern. Bei mir hat gerade jemand ein Bild gepostet oder geliked. Was mache ich bei GTA? 1% Missionen. Ja, kenne ich. 99% cheaten und die Stadt ficken. Normal, normalo. Randale. So. Achso, ja. Ja. Entschuldigung. Kein Wunder, wenn die Gesellschaft wieder nicht hier, ne? Dann kommt Panther. Was das männlich? Dann kriegt das Ding hier noch einen männlichen Panther noch mit rein. Tierpflegerin 3 hat gekündigt. Was? Schande. Ah. Soll sich schämen. Zack. Viele Besucher sind hungrig. Sie sollten mehr Essensstände platzieren. Was heißt hier mehr? Ich habe noch nicht mal einen platziert. So, dann platzieren wir aufmerksam. Ich weiß. Dann platzieren wir hier noch einen hin, damit die Leute auch schön hier hinten in den hinteren Bereich des Parks kommen. Bei dir ist der Kunde eh nicht König. Ja, das stimmt echt. Das habe ich aber einen Mechaniker platziert. Eigentlich wollte ich einen Putztypen hier engagieren, denn hier hinten ist alles verdreckt. Dann engagieren wir hier nochmal so einen. Und der putzt dann alles ab hier. So. Der anderen Reinigungskraft gehört alles da unten. So, perfekt. Passt. Jo, was hier abgeht. Ich habe in einem Mega-Mini-Park über 800 Leute mittlerweile, fast 900. Das ist echt nicht mehr feierlich, du. Das Tier hat doch 95% gesund. Muss ausgewachsen sein und über 95%, Alter. Ich muss jetzt nicht ernsthaft warten, bis die Viecher ausgewachsen sind. Ich glaube, ich krieg einen Vogel. Ich brauche nur noch einen auswildern. Habe ich echt keinen Erwachsenen mehr? Na komm, dann kommt das Vieh hier rüber. Dann... komm, wo waren Panther jetzt? Da, Panther. Ein männlicher, 2 weibliche. Zack, boom. Müssen wir mal kurz gucken, wie sie sich hier einfühlen. Und dann gucken, dass ich eventuell gleich mal gleich auswildere. Nennt mir das Panther-Problem schon mal weg. Ich hoffe, weißt du, das ist jetzt der vorletzte Park. Hm? Der vorletzte Park ist eigentlich relativ einfach dafür, dass der letzte Park, also den wir vorher oder der im letzten Part eben gemacht haben, so beschissen war, ist der hier echt mega einfach. Und jetzt habe ich nur so meine Bedenken, was den letzten Park angeht. Ich wette, das Spiel will mir da nochmal irgendwas reinwürgen.
So nach dem Motto, ha, 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 ha. Du dachtest jetzt wohl, alles ist einfach, aber ha, ha, in deinem Arsch ist alles einfach. Oh, oh, hier, den können wir auswildern. Ja. Perfekt. Haben wir das jetzt? Ja. Nur nach dem Mindestverkehrswert. Der Major, wie auch immer, ist ja zufrieden, genau. Mindestverkehrswert brauchen wir noch. 140.000, wir haben derzeit 137.000 noch. Ja, da fehlt ja gar nicht mehr viel. Packen wir hier noch ein paar Karussells und so weiter hin, die gut besucht werden, dann passt das. Der VIP ist zufrieden, gut gemacht. Danke. So. Packen wir da nochmal so ein bisschen Scheiße hin. So. Und passt das auch. Verkehrswert 136.000. Okay, wir haben es geschafft. Ja, mit 900 Besuchern genau. Okay, 901 Besucher. Speichere ich den Park jetzt hier. Let's play. Zack. Und damit wäre der Park auch Geschichte, wortwörtlich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Project KLP und The KKF The Gamer. Ciao, Leute.